Herzlich willkommen zu Women Hitada, dem Female Power Podcast. Und heute habe ich zwei ganz spezielle Gäste hier aus einem Familienunternehmen aus Stuttgart, nämlich Malantis. Die sponsern ja auch den Podcast. Und hier sind sie, Patricia und Hagen. Schön, Hi. Dass ihr da seid. Hallo, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Ja, lasst uns doch mal, ihr seid ja aus der Pharmaziebranche und ihr habt da schon viel hantiert, aber ich möchte unbedingt mal wissen, wie kommt man darauf, ein Hanf- und CBD-Produkthersteller zu werden? Vielleicht muss man sagen, wir sind gar nicht unbedingt so sehr aus der Pharmaziebranche, sondern eigentlich sind wir Quereinsteiger, alle beide. Wir haben beide einen, sag ich jetzt mal, Werbeagentur-Marketing-Background. Und warum haben wir mit CBD angefangen? War ein total privater Grund. Ich bin selber Schmerzpatientin und wir haben auf einer Reise in der Schweiz überhaupt das erste Mal mit CBD Kontakt gehabt. Vorher wussten wir das gar nicht, dass es das gibt. Ja, natürlich weißt du irgendwie, was Hanf und was Cannabis ist, aber dass es da etwas gibt, was einem Schmerzpatienten helfen kann, das wussten wir bis dato gar nicht. Ja, war 2016, also auch schon ein bisschen wieder zurück. Da ging die Reise eigentlich ursprünglich mal los, ne? Im Eigenversuch bei dir. Ja. Und das war sehr erfolgsversprechend. Das heißt, du hast... Das ist ja, also vielleicht muss man damit auch ganz am Anfang mal aufräumen. Also wir sind beides Nichtraucher. Ja. Das heißt, wir rauchen weder Zigaretten noch andere Kräuter. Und das ist vielleicht ein Novum oder nicht ein Novum, aber wir sind da wenige oder einer der wenigen überhaupt, die im ganzen CBD- und Hanf-Business sind, die tatsächlich nicht Raucher sind, noch nicht mal Vapor oder irgendwas anderes. Also ich war früher sehr starke Raucherin, aber habe das erfolgreich aufgegeben. Und komm mal auf den Tisch hauen. Ja, mir wird auch schlecht, wenn ich das rieche in der Zwischenzeit. Aber ob das jetzt über Tropfen sind oder über andere CBD-Produkte, gibt es ganz viele Möglichkeiten, Linderung zu schaffen. Ihr seid jetzt beide die Geschäftsführer, ihr seid aber auch ein Liebespaar, aber auch ein Businesspaar. Wollen wir mal darüber reden, wie spannend sowas ist? Das interessiert dich jetzt, oder? Ja. Ist klar. Nein, ich finde es ja großartig. Mhm. Ich meine, sonst hast du ja auch immer so, du hast ja vorhin gesagt, du schickst deine Frau vor, Frontfrau sozusagen, aber ihr seid ja beide die Geschäftsführer. Dementsprechend hatte natürlich jeder auch so seine Rolle, die er bedient. Ne? Also das würde mich mal interessieren, wahrscheinlich unsere Zuhörer und Zuschauer auch. wie das so läuft bei euch. Ja, nee, also warum schicke ich sie gerne vor? Hat ja wirklich den Hintergrund, wenn du mal in die Hanfbranche ein bisschen reinschaust und guckst, es gibt unwahrscheinlich wenig Frauen, ist sehr unterrepräsentiert in der Branche, komischerweise. Und da finde ich es immer ganz gut, wenn da auch mal ein weibliches Gesicht dazu eher vorne positioniert ist. Ja. Ich nehme mich da lieber gerne mal zurück, wobei wir ergänzen uns da. Ja, ganz gut, wenn es drauf ankommt, ist es kein Thema. Also es hat nichts damit zu tun, dass einer immer nach vorne muss, sondern es muss einfach situativ passen. Ja, das war einfach so das Ding. Wie das bei uns privat ist, es ist nicht einfach. Ja, also das muss man fairerweise sagen, ist klar. Wenn du 24/7 siehst, zu tun hast, es gibt halt, und weißt du ja auch, wie das ist, wenn du dich selbstständig mal gemacht hast, du bist rund um die Uhr Unternehmer. Richtig. Und du nimmst es mit nach Hause, das bleibt nicht außen vor, das ist ganz klar. Aber ganz wichtig ist auch, dass du Pausen einlegst und dann sagst so, jetzt ist Ruhe, jetzt will ich mal nichts vom Geschäft hören. Lass uns mal Liebespaar sein. Ja, du bist tatsächlich dann auch, also du hast ja auch Familie, also natürlich Liebespaar, aber du hast Familie, du hast, wir leben in einer riesengroßen Patchwork-Familie und da musst du dich auf diverseste Situationen einstellen, wie es jede Patchwork-Familie so mit sich bringt. Die verstehen sich nicht. Da musst du dahin fahren, dann musst du dorthin fahren. Alle leben so ein bisschen im Umkreis von 150 Kilometern verstreut. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich die moderne Herausforderung einer Work-Life. Balance. Ja, wir sind auch eine Patrick-Family, aber ich finde es auch schön, ich möchte es auch gar nicht mehr missen. Es ist nur, man merkt manchmal, boah, man kommt ganz schön ins Struggeln, wenn man irgendwie noch Sport macht und hier und so und Job, dass man irgendwie gar nicht mehr alles zu Gesicht bekommt. Also Gott sei Dank gibt es Telefone, mit denen man mal anrufen kann oder schreiben kann. Ne? Aber lasst uns doch nochmal auf eure Vision zurückkommen. Also du warst Schmerzpatientin ja. und dann hast du... Bin es auch heute noch.
Okay, magst du drüber reden oder? Es ist kein Geheimnis. Ich sag mal so, mehrere Baustellen. Das fängt von einer starken Migräne an und geht dann weiter zu einer Endo- und Adenomyose. Das ist eine gutartige Erkrankung der Gebärmutter. Das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die bereitet dir regelmäßig starke Schmerzen. Kann es sein, dass es neulich dazu eine Kampagne gab, dass einige sozusagen auch Stars, Schauspieler und alle möglichen mal sich dazu geäußert haben? Sozusagen, da gab es doch auch Bilder, wie der Bauch bemalt wurde. Ja. Also es gibt, sagen wir es mal so, ich kenne die Kampagne nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Kampagne zur Impfung dagegen gibt. Und zwar gibt es erst seit, vielleicht, ich weiß es gar nicht, lass es 10 Jahre sein, also noch nicht so lange, wenn du jetzt quasi den Pharma-Bereich anguckst, gibt es tatsächlich eine Möglichkeit für junge Frauen, junge Mädchen bis zu einem gewissen Alter, sich impfen zu lassen. Da geht es aber hauptsächlich auch um das Thema, also eine sogenannte PAP-Impfung. Und da geht es auch um Gebärmutterhalskrebs und da wird mit Sicherheit Kommunikation betrieben, aber da auch dann weiter zu sagen, okay, du gehst auf das ganze Thema Frauengesundheit ein, angefangen eben mit der PAP-Impfung über, was ist überhaupt Endometriose, was ist Adenomyose, wie hängt das womöglich alles auch zusammen, da ist die Forschung noch gar nicht so weit und das ist auch ein ganz großes Problem, weil du noch nicht die Ursachen kennst, du kennst die Ursachen nicht vom PAP, du kennst die Ursachen nicht von der Endo, aber trotzdem hängt irgendwo alles zusammen. Oh Gott, oh Gott. Das heißt, du hast einfach gesagt, jetzt reicht's, ich möchte erstens auch mir helfen und zweitens auch anderen Frauen, die ja ähnliche Symptome, Probleme, Schmerzen haben. Und dann hast du gesagt, du machst jetzt, probierst es einfach mal mit der CPD und Hanf Laufbahn sozusagen. Ja, also für mich war es tatsächlich in der letzten Agentur, in der ich war, war es tatsächlich gesundheitlich nicht mehr möglich, 40 Stunden 100% zu arbeiten, sodass ich dann gesagt habe, ich reduziere meine Stunden und gehe in Richtung Selbstständigkeit, mache mich selbstständig und arbeite für mich selber. Und dann hat das mit dem CBD angefangen und du probierst es selber aus, du probierst es an der Schwiegermutter aus und es funktioniert und du bekommst super... Warte mal, du hast an deiner Schwiegermutter Marihuana gegeben oder Tropfen oder auf die Haut geschmiert oder orale Einnahmen? Wir haben tatsächlich die Tropfen ausprobiert und die haben wir der Hans Mutter gegeben. Ja, ja. Was natürlich vorteilhaft ist, meine Mutter hatte... Die hat so entzündliches Rheuma und du hast da so Entzündungswerte, die du vom Arzt per Bluttest bekommst. Und da konntest du jetzt im Laufe der Zeit natürlich super ablesen, was sich da entwickelt hatte. Ja? Und das war halt extrem. Die hat einen Entzündungswert, egal, jetzt von 170 gehabt, ist jetzt unter 60. Ja? Ja. Und da merkst du schon, okay, es gibt eine signifikante Veränderung. Das lag halt an nichts anderem, weil sie sonst nichts verändert hat. Und dann weißt du schon, okay, da muss wirklich mehr dran sein, wie jetzt nur ein PR-Gag oder ein Placebo-Effekt. Ja, und wenn dann halt auch, also du bist, und das ist auch was wir immer wieder sagen, und auch ob das jetzt ein Kunde ist, der zu uns kommt, und ich sage auch bewusst Kunde, nicht Patient, weil ich bin keine Ärztin, dann sage ich immer, bitte geh zu einem Arzt, sprech das mit einem Arzt ab, gerade wenn ihr Medikamente nehmt, also Rheuma oder andere Schmerzpatienten, die bekommen Medikamente und die sind auch mit Sicherheit richtig. Die sollen bitte jede Einnahme oder andere Anwendung von CBD mit ihrem Arzt besprechen, weil es kann einfach Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und so weiter geben, die muss bitte ein Arzt absegnen, sage ich mal so. Das nehme ich mir nicht raus und da habe ich auch nicht die Qualifikation dazu zu sagen, irgendwie setz den ganzen Pharma-Scheiß ab und nimm nur noch CBD-Tropfen, das mache ich nicht. Das ist richtig. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so Raketentechnik sieht halt auch anders aus, wie so ein Öl zu extrahieren und auf den Markt zu bringen. Und dann kam der zweite Trigger-Moment bei uns, wo meine Tochter angefangen hat mit Neurodermitis. Mhm. Und wir haben uns dann das Thema stark eingelesen gehabt, dass wir gesehen haben, okay, auf der Haut muss auch CBD super wirken. Und da kam so unser ganz großer Twist eigentlich zustande, wo wir gesagt haben, also okay, wir haben mal angefangen mit einer Basiscreme von der Apotheke plus CBD, es hat super Erfolge erzielt, aber was ist da drin in der Basiscreme? Ja, und da hast du halt alles, was du nicht in der Creme haben willst. Und ich sag mal, irgendwie muss es doch möglich sein, dass wir das auch selber
hinbekommen und haben da wirklich mit Abendstudium, mit ja, zu Hause in der, also erstmal natürlich, klar, fängst du in der heimischen Küche an, auch du, tu mal irgendwie einen Wachs auf, schmilzen und das mal dann zusammenrühren und was passiert. Ach, das ist vielleicht ein bisschen bröckelig, aber in der Anwendung schon funktioniert, also es hat schon mal eine Funktion, geht ja, ja was. Und dann fängst du eben an, dich weiterzubilden, ja, Abendseminare zu machen. Ich habe eine Apotheker- bzw. so eine Weiterbildung gemacht für freiverkäufliche Arzneimittel und so weiter und so weiter. Und so ist das Ganze. Und so geht dann immer eins nach dem anderen, aber rasant. Ja, natürlich, das muss man. Also auch eine rasante Lernkurve. Ganz klar. Also das heißt, für dich war klar, gesundheitsbedingt wegen der Endo machst du sozusagen nicht mehr die 40-Stunden-Woche im alten Job. Und für dich war dann irgendwann klar, als es anfing zu laufen, oh, ich steig da jetzt mit ein. Oh, wir haben uns da lange mit... Das kann ich mir denken, das ist so. Weil du machst natürlich immer den Spagat, weil klar, du siehst ja, wir sind keine 25 mehr, ja, also wo du sagst, okay, du riskierst jetzt alles und probierst mal aus dem Alter sind wir raus. Wir haben fast 20 Jahre jeder Berufserfahrung auf dem Buckel. Und da bist du einfach in dem Bereich, wo du sagst, okay, jetzt warten wir mal ab, wie entwickelt sich das? Ja? Idee war ja am Anfang die 1.000 Euro. Ach, das wäre lustig, wenn mal die mal irgendwo einen Online-Shop noch so nebenbei bekommt. So nebenher, das war Wahnsinn. Ja? Das war so der Urgedanke ursprünglich. Und wo du dann gemerkt hast, das Ganze nimmt ein bisschen Fahrt auf, hat erst die Patricia sich da wirklich auf das Thema fokussiert und hat da ein Jahr lang das Fähnchen alleine komplett hochgehalten. Ich dann freiberuflich nebenher gearbeitet, habe dann mich auch sukzessive rausgezogen, immer weniger freiberuflich gearbeitet. Und dann ist halt klar, abends die Wochenenden, die um die Ohren geschlagen, ist natürlich gegensubventioniert. Ja, ist ja auch so, es muss ja irgendwie wachsen können. Mhm. Ja, wenn du keine Fremdmittel aufnehmen möchtest, du generisch selber von dir aus wachsen willst. Du, und dann bin ich jetzt vorerst 1,5 Jahren im Prinzip mit dazu eingestiegen. Fast ein bisschen weniger, aber ja. Ja. Ich meine, das ist schon extrem mutig. Ich meine, guck mal, wie viele Menschen es gibt, die diesen Traum haben, diese Vision, ja, die, sagen wir mal, ein bisschen in ihrer Bequemlichkeits- oder Komfortspirale festhängen, ja, festes Einkommen, versteht man ja auch. Aber wenn man sich dann mit seiner Vision, mit seinen Ideen, die man hat und zum Thema Selbstverwirklichung dann doch positioniert, ne? Oh Gott, der knurrt der Magen. Das ist einfach irgendwie total wundervoll. Und da kann man wirklich euch nur sagen, toll, dass ihr das gemacht habt. Und ich meine, ihr habt ja wirklich was total Tolles geschaffen. Und also so mein Eindruck, es funktioniert. Die Leute mögen euch, sie mögen eure ganze Aufmachung und sowieso die Inhalte. Und ihr habt ja jetzt sogar kürzlich das Produkt, wurde mit Stiftung Warentest sehr gut ausgezeichnetes Balm. Stiftung Warentest ist es nicht. Es ist ein dermatologischer Test. Es ist auch tatsächlich eine kosmetisch-klinische Studie, die gemacht wurde. Und da wurde der Skin Balm so gut bewertet, dass wir uns da dieses Fähnchen auch drauf schreiben dürfen. Aber du gesagt hast, Vision, natürlich ist eins auch klar. Also es ist nicht einfach nur ein Job, das macht es natürlich ganz klar aus. Ne? Mhm. Du arbeitest mit nur natürlichen Produkten, was uns super wichtig war. Du hast dein eigenes Qualitätslevel dir geschaffen. Du merkst, du kriegst einen super Response von den Leuten. Die finden die Sachen gut, die du machst. Das gibt dir natürlich wieder zusätzlichen Auftrieb. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Und das ist auch das, weil du es darauf angesprochen hast, die Patricia, ne, hat mal 40 Stunden nicht gepackt, bekommen. Jetzt arbeiten wir fast rund um die Uhr, aber du hast einen anderen Antrieb. Ne? Mhm. Ist auch für so mental anderes Arbeiten, weil du weißt, für was du es machst. Ja, du machst was Gutes, du kriegst das Feedback von den Leuten und das ist eine schöne Sache. Das heißt, du kannst was Gutes den Leuten zurückgeben und du bekommst aber das so ein bisschen Karma-Prinzip halt einfach. Ja, nee, es ist toll. Also es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Es war mal an einem Samstagmorgen. Mhm. Wir hatten am Vorabend haben wir einen kleinen Vortrag gehabt. Halten, auch vor Schmerzpatienten, vor alten Damen. Und am nächsten Morgen klingelte mein Telefon. Ich so, um Gottes Willen, was ist jetzt so? Es war so früh morgens und das rief mich eine ältere Dame an, weinend mit ganz zittriger Stimme. Ich so, oh Gott, was ist passiert? Sie hat geschlafen. Sie hat seit 40 Jahren zum ersten Mal geschlafen. Und dann ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das ist so, du hast der Frau tatsächlich was angetan, was Gutes angetan und das beflügelt dich. Ist toll gewesen. Das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Geschichte und die ist jetzt auch immer noch auf CPD-Level sozusagen. Macht ihr das jetzt regelmäßig?
Also ich weiß es jetzt nicht mehr, ich kenne jetzt die Dame oder habe jetzt da keinen Kontakt gehalten jetzt in dem Moment, aber wir kriegen von ganz vielen unterschiedlichen Kunden oder ob die jetzt zu uns kommen nach Stuttgart oder ob die uns schreiben über Rezensionen oder über sonstige, über E-Mails, wirklich auch Langzeitberichte, die dann diverseste Sachen berichten von werde ruhiger, werde entspannter, habe irgendwelche Hautproblematiken in den Griff bekommen, die kein Arzt hingekriegt hat. Also es gibt wirklich über lange Zeiträume einfach auch Kundenbeziehungen, die wir haben, die wir pflegen, wo wir uns sehr freuen, wenn mal wieder der oder diejenige anruft und dir irgendwas erzählt, die auch dann irgendwie weitererzählen mit irgendwie eine Dame, die dann auch irgendwann mal gesagt hat, ja, sie wollte das mal wissen, ob das jetzt doch vielleicht ein Placebo-Effekt ist und sie gibt das ihrem Pferd. Und das kann ja beim Pferd kein Placebo sein, weil der weiß ja gar nicht, was ein Placebo ist. Oh Gott. Das sind immer wieder lustige Geschichten, die du halt hörst die dich jeden Tag motivieren weiter. Und das Pferd war dann tiefenentspannt. Das Pferd war ein bisschen entspannter wohl. Ja, aber es ist tatsächlich so, wir tun uns ja bis heute noch schwer, das ist ja auch das Spannende immer, so abgebrüht bist du irgendwie gar nicht, dass es tatsächlich positives Feedback zu den Sachen gibt, die du erschaffen hast. Ja? Das ist schon was Schönes und das auf zu vielen oft der Unterschied, wir produzieren es halt einfach selber. Ja? Und das ist nochmal so ein anderes Thema, ist halt klar, wenn du dir einen Rohstoff irgendwo kaufst oder eine Creme fertig kaufst und klebst deinen Kleber drauf, ja, da hast du nie die Verbindung dazu. Ja, ne? Und dass du wirklich so was Eigenes geschaffen hast und die Leute, die nehmen es an und du kriegst tolle Erfahrungsberichte und sagen, Mensch, das wirkt bei mir super, das tut uns einfach immens gut, klar. Und macht dich auch stolz, natürlich. Ja. Lasst uns mal bitte unbedingt darüber reden, weil ich finde das super spannend. Ihr habt gesagt, ihr habt in der Küche angefangen, ein bisschen rumzuköcheln und dann manchmal sagst, wenn wir irgendwie in Kontakt sind, ja, ich rühre gerade hier an oder was du da so für Termini verwendest. Das müsst ihr uns unbedingt mal erklären, wie das bei euch so läuft. Also ja, wirklich, wir haben in der Küche irgendwo zu Hause angefangen. Du hast alles weggeräumt, Kaffeemaschine weg, Kopftücher alles weg, desinfiziert, sauber gemacht. Keiner darf rein hier, Tür hermetisch zugemacht, so gut wie es halt irgendwie ging. Mhm. Aber das war sehr, sehr schnell klar, dass das nicht geht. Das macht keinen Sinn, das ist nicht okay. Und abhängig von der Behördenthematik. Ne? Nicht nur das, also das ist auch was, wo wir auch heute dann, jeder, der ins CBD-Business eintritt, bitte macht das nicht zu Hause in der Küche. Das ist nicht okay. Auch wenn wir so angefangen haben, aber ich glaube, genau deswegen können wir sagen, das ist nicht okay. Ja. Es gehört ein gewisser Sicherheitsstandard dazu. Ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung, der ich sehr wohl Sorge trage und der ich sehr gerne auch nachkommen möchte. Und wir haben dann, ja, sage ich jetzt mal sehr schnell, ein kleines Büro gefunden mit einer angrenzenden Küche, die den Behörden, also unserer Sicherheitsbehörde, so gefallen hat. Das muss man ja auch immer dazu sagen, dass das immer auch abgenommen werden muss. Und aus der ziehen wir jetzt auch in 2 Wochen aus. Also wir werden auch immer wieder immer größer. Um euch zu vergrößern, ja. Genau, wir werden tatsächlich immer wieder immer größer. Und deswegen, ja, ich kann dann irgendwie quasi auf laut das Telefon, wenn mich mal einer anruft, sagt, ja, ich rühre gerade, hörst du mich? Es rührt gerade. Ja, das ist so, wie du das vorstellst. Du fängst an mit einer klassischen Rührmaschine. Ja, wo du zum Teigrühren benutzt. Ach, diese? So fängst du an. Ja. Und dann wird die halt größer und größer. Ja, und jetzt wir landest haben jetzt du halt einen bei 40 Liter Planetenrühre. Genau. Okay. Wo die Metzgereien ihr Hackfleisch mit, ne, oder was machen die? Oder ist also, das eine Teigmaschine? Das ist das. Wir waren am Anfang auch so, ja, okay, gibt es denn jetzt eine spezielle Maschine für Kosmetikherstellung? Haben uns total schwer getan. So, okay. Also wir sind keine studierten Kosmetiker, Kosmetologen, Chemiker oder sowas, sondern wir haben alles selbst erlernt, selbst rausgefunden, Try and Error und es gibt keine Kosmetikproduziermaschine. Das gibt's nicht. Und du machst dir Anleihen tatsächlich in der Großmetzgerei, in der Großbäckerei und okay, das wäre lustig. Das könnte mir also genau diesen, also es gibt wirklich einen Hackfleischmenger. Das hört sich ganz böse an. Mit dem kann man super Tee mischen. Ja, genau. Weil du genauso durchrühren kannst, ne?
Man musste nicht mehr händisch dann. Also ganz so viel Zweck entfremden, das ist schon auch spannend. Und das ist aber auch so unsere Entwicklungskurve. Ja? Aber habt ihr denn jetzt, also habt ihr auf dem Balkon euch irgendwelche Marihuana-Pflanzen gezüchtet? Nein. Oder hattet ihr einen riesen Garten und habt ihr da angebaut? Oder? Nein, also wir können es ja sagen, weil es ist, also wir haben natürlich klar auch mal einen Samen ausgesät und mal zu gucken, irgendwie, was kommt denn da für ein Pflänzchen raus, ja, einfach nur anzubauen. Wir sind weder Grower noch Landwirte, also um es jetzt ins Größere zu machen, sondern wir haben uns auf das Thema fokussiert, gute, funktionelle Naturkosmetik herzustellen, die Menschen helfen kann, die Lebensqualität von Menschen verbessern kann. Aber wir sind jetzt keine Urproduzenten. Wir haben zu allen unseren Urproduzenten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Sprich, wir gehen auf die Felder, gucken uns die an, wir wissen, wo die sind. Wir legen auch großen Wert auf Regionalität, soweit es eben geht. Das heißt, in Stuttgart gibt es irgendwo hin Felder? Ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Aber im baden-württembergischen Raum ist tatsächlich so. Ja, genau. Okay. Richtig. Genau. Und dazu gehört ja aber auch noch viel mehr. Also der Anbau von Hanfpflanzen ist in Deutschland bzw. in der EU sehr, sehr stark reglementiert, mhm, und darf auch nur auf gewissen Hektarflächen gemacht werden, muss kontrolliert werden. Da bei denen kommen, also bei unseren Landwirten kommen irgendwie 2-3 Mal im Jahr kommt die Polizei vorbei, wenn nicht irgendein Nachbar sagt, da steht Cannabis auf dem Feld. Oh Gott. Also die kriegen regelmäßig, ja, Besuch von der Polizei und müssen aber auch da dem Veterinär und dem Lebensmittelamt Rechenschaft ablegen. Die müssen auch quasi im Vorjahr, sie müssten eigentlich jetzt schon die Meldung gemacht haben, was sie nächstes Jahr anbauen möchten. Mhm. Also es ist schon... Es wird ein anderes Thema und haben gesagt, okay, das ist nicht unsere Domäne. Ja. Wirklich, dann nehmen wir uns raus. Wir holen uns dort die Rohstoffe, ja, und ziehen uns wirklich die bestmöglichsten Rohstoffe raus. Alles mit Bioqualität, soweit möglich. Und die verarbeiten wir dann weiter. So muss das dann vorstellen. Klar, wäre irgendwann mal nice to have. Sein eigenes Feld, aber das ist halt auch das Thema. Das muss jemand bestellen, jemand muss es bearbeiten. Wir sind keine Agrarer, sind wir nicht. Naja, ja, das springt ja vielleicht dann doch ein bisschen in den Rahmen. Also okay, wenn man gute Zulieferer hat. Aber lasst uns doch mal ein bisschen sprechen, denn im Wortgebrauch vieler Menschen sind ja manche Begriffe tatsächlich auch falsch verwendet. Ja, richtig. Hanf ist ja das Urprodukt und seit so ungefähr 10.000 Jahren nutzt man das ja auch, die Hanfpflanze, als Nutzpflanze, ne? Wahrscheinlich sogar schon länger. Ja, genau. Und seit, ja, man sagt ja auch so auf medizinischer Basis für offene, also für Stellen, um zu heilen, wurde es ja auch schon seit Jahrtausenden verwendet. Mhm. Also das ist die Hanfpflanze, woraus ja auch Säcke und Baustoffe und also Materialien hergestellt werden. Hanfkörner etc. Ja, genau. Also auch wirklich Baustoffe. Ja. Dann gibt es Cannabis. Ja. Das ist das getrocknete, oder? Nee, komm, jetzt ist eure. Also man muss dazu auch sagen, also wir sind keine Genetiker und Anbauer. Wir können es auch, ich kann es jetzt mal auch ganz grob erklären. Also es gibt mehr oder weniger drei Genetiken, die schon geografisch einen Ursprung haben. Du hast afghanisch-pakistanische Ursprung, eben die Kusch-Richtung, die auch eben einen sehr hohen THC-Gehalt hat. Also sozusagen eine Pflanzengattung. Pflanzengattung. Okay. Mhm. Und die wird ja seit jeher zum ob das jetzt Kochen von Suppen, Extrahieren von Ölen oder anderen Dingen, wurde die von Grund auf genutzt. Mhm. Und dann hast du eine, lateinsüdamerikanische Gattung, die sehr hoch wächst auch und die einen sehr hohen Fasergehalt auch hat. Beides sind Cannabis sativa Pflanzen und trotzdem redest du eben einmal von der Marihuana Pflanze und einmal von der Hanfpflanze. Mhm. Und daraus ist in den
ja, Jahrhunderten sind verschiedene Kreuzungen, verschiedene Genetiken entstanden. Ob das jetzt über Kreuzzüge war, dass mal Samen von Indien nach Mitteleuropa gebracht worden sind, von Südamerika nach Kanada, dann haben irgendwelche Händler die nach Holland mitgebracht. Die Holländer haben gedacht, super, da mischen wir die dann auch mal mit zusammen. Da gibt es extrem viele Geschichten dazu, die erzählt dir aber jemand anders. Nee, ich wollte nur noch mal so ein bisschen, ne? Ihr merkt ja schon im Sprachgebrauch, haben sich Fehler eingeschlichen. Denn richtig. Hanf ist ja nicht gleich CBD, weil CBD ist ja Cannabidiol. Richtig. Auch ein schwieriges Wort. Dann gibt es ja noch Haschisch wiederum. Das ist ja sozusagen, glaube ich, aus dem Herzen der weiblichen Pflanze. Das ist in Weiterverarbeitung. Genau. Dann haben wir wieder Marihuana und alles ist so, oh, diese Kiffer. Diese Kiffer. Ich so, denke mir dann immer so, nee, also irgendwie mal richtig lesen, denn da sind wirklich manifestive Unterschiede. Ja, spannend ist ja tatsächlich, dass du wirklich aus dem Nutzhanf, du kannst dir keinen Rausch ankiffen, geht ja nicht. Ja? Du hast so einen geringen THC-Anteil drin. Das heißt, du könntest laut einer Gutachterin, müsstest du am Stück 9 Stunden Nutzhanf rauchen, am Stück. Und könntest dann vielleicht einen High-Effekt bekommen. Mhm. 9 Stunden am Stück. Also ist so diskutiert worden bei irgendeinem Gerichtsurteil, ne, wo da drüber, ne, Sachverhalt, egal. Also grundsätzlich kannst du mit Nutzhanf da nicht viel anfangen. Ja. Es ist bis heute aber noch nicht rechtlich vernünftig geregelt im europäischen Raum. Es ist ja bis heute ein großes, ich sage jetzt mal flapsig, Hassel um das Thema. Weil alle, die wirklich professionell mit dem Thema zusammenarbeiten, die wollen das gerne mal vernünftig reguliert wissen, dass auch jeder vernünftig arbeiten kann. Mhm. Weil wir haben es auch diese Woche wieder mit einem Landwirt drüber gehabt, der gesagt hat, 97 war alles gut, da haben sie es zugelassen. Dann ist es von der EU als unbedenklich eingestuft worden, man hat sie normal arbeiten lassen. Dann hieß es, irgendwann ist es jetzt doch ein Novel Food, obwohl früher gesagt war, das war es nicht. Also sprich, es muss zugelassen werden als neuartiges Lebensmittel, weil es nicht im normalen Gebrauch war, was nicht stimmt. Und jetzt auf einmal wird wieder Diskussion aufgemacht auf europäischer Ebene. Vielleicht ist es ja doch eine Droge, ja? Obwohl das ja wirklich abstrus ist, weil die WHO ja schon 2018 festgestellt hat, das ist völlig unbedenklich und müsste eigentlich aus dem Drogenkatalog rausgenommen werden. Und jetzt wird es wirklich tief. Ja? Ich weiß nicht, wie tief wir heute gehen wollen, aber alles bezieht sich auf ein Gesetz von 1961. Ja, wo die komplette Cannabispflanze verboten worden ist, haben 180 Länder unterschrieben und dieses Gesetz verfolgt die Branche bis heute. So, seither hat sich halt immens viel getan. Der Nutzhanf war damals gar nicht im Gebrauch. Der hat sich erst seither wieder entwickelt. Das ist schon abstrus, was sich daher eigentlich... Auch die Genetiken, die gab es 61 noch gar nicht. Also die Sorten und die Genetiken, mit denen heute gearbeitet wird, mit denen heute tatsächlich CBD angebaut wird, die gab es 61 einfach schlichtweg noch nicht. Ja. Richtig. Also ich meine, das ist ja auch erst vor ein paar Jahren... Also 18 legalisiert worden. Ich erinnere mich, früher waren es ja mal die Bösen, die Rowdies, die da kiffen. Man wurde ja so, also die Leute wurden so abgetan, ja, irgendwie, ja, diese Kiffer. Sicherlich ist es in Mengen, so wie mit allem, möchte ich hier mal an dieser Stelle betonen, nicht gut einzunehmen, aber wenn man das eben mal macht und es ist ja wirklich wie ein Wundermittel. Also viele haben ja auch gesagt, oh Mann, das ist ja bestimmt Placebo, so ein Quatsch, PR-Kiste jetzt. Aber wenn man das mal, wie gesagt, über längere Zeitraum beobachtet, ne, es ist ja auch zur Entzündungshemmung am Körper. Es hilft eigentlich gegen alles. Es ist krampflösend, beruhigend. Das kann natürlich auch in Überdosierung, je nachdem, wie du darauf reagierst, dazu. Wie sagt man, man wird so ein bisschen wirr und hat vielleicht wilde Träume führen. Aber das ist ja auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Legalisierung wäre schön. Das wünscht sich, glaube ich, jeder in der Branche, dass es tatsächlich eine großflächige Legalisierung geben würde. Die gibt es so noch nicht. Was du gerade angesprochen hast, 2018 war die Freigabe von medizinischem Cannabis in der kontrollierten Abgabe durch einen zertifizierten Arzt über zertifizierte Apotheken an tatsächlich Schmerz, Krebs oder andere Patienten, die nachweisen können, dass ihnen THC hilft. Und da geht es auch wirklich um die Abgabe, kontrollierte Abgabe von THC-Pflanzen. Genau, und das war noch ein Begriff, der fehlte, ne? THC, was ist eigentlich THC? THC ist der Gegenspieler zu CBD. Mhm.
Und der ganz große Unterschied ist, THC hat die große Wirkung, dass es psychoaktiv ist und heimmacht. Und CBD ist definitiv nicht psychoaktiv, macht nicht high und hat aber ebenfalls diese entspannende Wirkung. Deswegen kam man früher mal in Epilepsieforschung da drauf, wo sie es angewandt haben, dass auch alleine CBD an sich schon einen gewissen Wirkeffekt erzielen konnte. So ist das Thema eigentlich passiert. Ja. Und wenn du jetzt klar die Hanfgeschichte, die du über die Jahrhunderte anguckst, ist eh abstrus, was da passiert ist. Und du merkst einfach, es sind viele Interessensgruppen immer dahinter, aber es ist ja wie mit fast allem, wenn es um Geld, Macht, Einfluss geht. Und aktuell stellt sich das wieder so dar. Ne? Nur, dass halt wieder andere Interessensgruppen daran interessiert sind, dass es nicht einen klassischen Hanfmarkt sich entwickeln kann, sondern dass man dann selber irgendwo einen Deckel drauf haben will. Und das ist der aktuelle Punkt. Und da musst du wirklich dich einfach positionieren. Das macht jeder anders. Es gibt in der Branche einige, die wirklich da ein bisschen aggressiver vorgehen. Wir haben den Weg gewählt, dass wir sagen, wir machen das über den Europäischen Hanfverband, dass wir da involviert sind, weil es einfach dann wirklich an europäischer Ebene da wirklich auch politisch versuchst, aktiv zu werden. Mhm. Und wir können aber wirklich bloß jeden auffordern, da mitzuhelfen. Die Branche braucht Unterstützer, die ist verkannt. Da muss man echt ein bisschen was machen. Also es hat Branche mit dem braucht auch, also es geht auch nicht nur um die Mitspieler, es geht auch wirklich um sage ich jetzt mal ganz flapsig, jede Omi draußen, die sagt, dass ihr das hilft und dass sie das gut findet, dass sie das auch wirklich nach außen trägt und dass das, ob sie das jetzt an ihre Freundin, an ihre Nachbarin erzählt oder tatsächlich auch an einer anderen Stelle mal anbringt. Es fehlt genau an denen oder jede Ansage, jede Hilfe ist da notwendig. Und wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel der deutsche bzw. europäische Markt von dem nordamerikanischen und kanadischen Markt? Schwierige Frage. Also den deutschen Markt an sich, den gibt es, glaube ich, gar nicht. Es geht eher so um dieses Europäische, weil wir sind durch viele europäische Gesetzgebungen in dem Fall reguliert. Mhm. Und Amerika und Kanada hat ein Stück weit in unterschiedlichen Bundesländern oder Bundesstaaten dort tatsächlich schon ein Stück weit eine Legalisierung, auch eine Legalisierung des THC-Marktes erreicht. Und das nicht nur bei Schmerzpatienten. Da jetzt genau auf die gesetzlichen Unterschiede einzugehen, müsste tatsächlich auch nochmal ein Rechtsanwalt erklären. Was man im Großen und Ganzen sagen kann, ist, dass es dort tatsächlich rechtlich die Möglichkeiten gibt, die aber auch eine sehr, sehr große Hürde bilden für die einzelnen Unternehmer in Kanada, in Amerika selber. Also nur ein Beispiel. Du kannst legal THC und Blüten und alles Mögliche verkaufen, bekommst aber keine Steuererleichterung, kannst also deine ganzen Ausgaben, die du hast, nicht von der Steuer absetzen. Du bekommst keine staatlichen Zuschüsse, du bekommst überhaupt keinen Kredit oder sonst irgendwas. Wir machen dir das Leben schwer und du musst alles aus eigener Tasche zahlen, sodass es eigentlich für den Einzelunternehmer in Amerika fast nicht möglich ist, die Legalisierung auch wirklich durchzuziehen. Mhm. Da hat sich jetzt wieder der Umkehrschluss, ne? Weil du ja denkst, es ist was Positives, dort ist jetzt genau das passiert. Die kleinen Unternehmen, die sich mit dem Thema seit Jahrzehnten beschäftigt haben, die gibt es fast nicht mehr, weil die ganzen großen Marktplayer genau diese Hürden halt nehmen konnten, aufgrund ihrer finanziellen Mittel, und haben die anderen halt verdrängt. Ne? Also es hat immer ein Für und Wider. Es ist ein schwieriges Thema in Europa. Jedes Land hat andere Auslegungen. Das macht schwer. In Deutschland gibt es keine Gesetzesgebung. Deswegen ist es ja auch so ein Thema, dass ja viele tatsächlich auch versuchen, da die Probleme mit der Staatsanwaltschaft haben, das wirklich auch per Revisionen immer weiter voranzutreiben, um auch wirklich mal ein Feedback zu bekommen, dass es auch mal vernünftig geregelt ist. Es ist nicht immer ganz einfach. Wir sind froh, dass wir viel im kosmetischen Bereich arbeiten. Das ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Da gibt es einen großen Unterschied, ja. Weil du hast da einfach Ausnahmegenehmigungen. Wenn du die einhältst, dann kannst du wenigstens safe und in Ruhe arbeiten. Mhm. Ja. In Ruhe immer in Anführungszeichen, weil die Behörden mögen es trotzdem nicht. Ja. Also wir haben da auch trotzdem immer wieder Schwierigkeiten und Themen mit.
aber das gehört dazu. Ne? Das ist das, was du gesagt hast. Ne? Eine Vision, verfolgst du dir, verfolgst du sie nicht. Ne? Auch wenn der hat mal Steine in den Weg gelegt werden, dann musst du halt durch. Kletterst du drüber. Hat jeder Unternehmer. Ja. Genau so ist es. Auf jeden Fall. Und jetzt mal wirklich unter uns. Ihr habt noch nie mal probiert hier, Ja, wir sind ja auch jetzt nicht unbedingt 20, dass man sowas noch nie ausprobiert hat. Das ist ja völlig klar. Ja. Ja. Aber das ist lange zurück und war mit Sicherheit aus einem ganz anderen Aspekt, wie wenn du dich heute mit dem Thema beschäftigst. Weil ich erinnere, ich habe natürlich auch in meinem Sportlerfreundeskreis welche, da habe ich immer gedacht, das gibt es ja wohl nicht. Ja, diese Vorzeigeathleten und jetzt kiffen die einfach. Das kann ja wohl nicht machen. Ja, probier doch auch mal. Und ich so, auf gar keinen Fall, wenn die mich testen. Und dann muss man jetzt immer aufpassen, ne? CBD, wie ist der Anteil, ist das dann in Ordnung? Ja. Aber ja, die Öle, die es jetzt alle gibt, die sind ja eigentlich wirklich weitestgehend bedenkenlos, oder? Weitestgehend, also was verstehst du unter bedenkenlos? Also wenn ich jetzt getestet werden würde, wäre ich dann positiv? Dann das ist auf THC, also du sprichst auf den THC-Anteil und auf Doping an. Ja. Ich würde meine Hand nie dafür ins Feuer legen, dass nicht ein Restanteil THC auch mal in einem Öl zu finden ist, weil den wirst du aus einer Pflanze nie komplett rausfiltern können. Also es ist vergleichbar vielleicht mit einem alkoholfreien Bier. Du hast immer noch an der dritten Nachkommastelle hast du ein Stück weit Alkohol. Wie sehr jetzt da, ob das jetzt ein Dopingtest ist oder auch einfach nur ein ganz normaler bei einer Polizeikontrolle im Auto, Straßenverkehr, das kann dir immer passieren. Du hast eine Omi, die Tropfen nimmt und die wird dummerweise getestet, dann kann es echt sein, dass der THC-Streifen anschlägt. Das kann dir passieren. Natürlich kannst du es dann in der Blutprobe revidieren und sagst, du hast Tropfen genommen, alles okay, das ist nicht das, also, aber erstmal kriegst du damit schon Probleme. Ja. Also es ist schon ein Unterschied für den Körper und für die Anteile von Stoffen, wenn man es entweder oral einnimmt, beziehungsweise wenn man es raucht. Auch da gibt es Unterschiede, ja, würde ich schon sagen. Ich meine, ihr seid aus der Branche, ich habe davon wirklich keine Ahnung. Ich meine, ich nehme das auch, ich bin ja auch jetzt ein begeisterter CBD-Freund, also und bin begeistert, also ich mag es. Wobei ich leider auch nicht so richtig was merke, aber ich habe mir sagen lassen, dass es einfach auch manchmal im Körper drin passiert und man merkt es nicht unbedingt. Also vielleicht da noch ein bisschen den Ausholer, sage ich jetzt mal. Du hast bestimmte, und das ist jetzt total generell und allgemein erklärt, du hast natürlich ganz viele verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten. Also angefangen natürlich von dem, was du sagst, den klassischen Joint, den du rauchst und ob du jetzt CBD oder THC-Blüten drin hast. Und das ist auch da nochmal die Anmerkung, als Nicht-Fachmann wirst du da keinen Unterschied sehen. Das kannst du erst im Labor feststellen. Wenn du zwei Blüten nebeneinander liegen hast, ist das eine THC-Blüte oder eine CBD-Blüte? Und wenn ja, wie hoch ist da der Unterschied oder wie hoch ist der Prozentsatz? Das riechst du nicht, die riechen alle gleich. Und das macht es natürlich auch so, dass quasi auf der Straße oder für den, sage ich jetzt mal, ohne despektierlich zu sein, normalen Kriminalbeamten, der kann auch gar nicht den Unterschied sehen. Richtig. Und deswegen ist die Gesetzgebung da auch sehr, sehr eindeutig, die sagt, dass unverarbeitete Blüten so nicht erlaubt sind. Und zurück zur Anwendung. Ja, natürlich ist der direkte Konsum natürlich der allerschnellste. Inhalation. Per Inhalation. Ob du jetzt da jetzt einen Joint drehst und dann womöglich noch Tabak drin ist, das stelle ich jetzt mal in Frage, ob das wirklich dem Ganzen zuträglich ist. Oder ob du sagst, ich habe einen Inhalator, da gibt es ganz tolle Geräte, mit denen Schmerzpatienten auch arbeiten können. Also die auch vielleicht gar nicht die Fingerfertigkeit haben, weil stell dir mal vor, das ist ein Arthrose-Patient und der kann seine Finger gar nicht, der kann ja gar keinen Joint drehen, das geht ja gar nicht. Ja. Also gibt es da wirklich tolle Möglichkeiten über Inhalatoren an die direkte Aufnahme, also ans Inhalation, in die Inhalation zu kommen. Und dann geht es eben weiter Tropfen, von Vape-Sticks, von anderen Ölen oder eben auch der kosmetischen Anwendung, wie du CBD zu dir nehmen kannst. Und wie machst du es gegen deine Schmerzen? Ich selber nehme Tropfen.
Ja. Okay. Aber du kannst immer zum Wirken was sagen, zum Endosystem. Mach doch ganz kurz eine Exkursion, dass man auch versteht, warum. Auch da vielleicht irgend so eine ja, super, super allgemeine und grobe Erklärung, weil das auch das kann dir ein Mediziner viel besser erklären und viel genauer erklären. CBD, also Cannabidiol, genauso wie auch also alle anderen Cannabinoide, setzt an am Endokannabinoiden-System, das heißt per Zufall genauso, des Menschen. Das hat nicht nur der Mensch, das haben auch Tiere, also Hunde, Katzen, Pferde. Und wirkt dort über Rezeptoren im Gehirn und kann von dort aus quasi im Schmerzzentrum im Gehirn, aber auch eben an anderen Stellen im Körper entsprechend die Wirkung ausfalten. Und ja, so kannst du dann sagen, okay, wie ist denn die richtige Anwendung für mich selber? Was möchte ich erreichen? Was ist mein Ziel? Habe ich Schmerzen? Habe ich Hautprobleme? Habe ich andere Dinge? Also es gibt keine Lösung auf dem Tablett, die für jeden hilft. Und deswegen ist es auch immer so ein Thema. Also zum einen dürfen wir zum Beispiel auch keine Dosierungsempfehlung geben. Die dürfen wir nicht geben, weil wir keine Mediziner sind. Ich finde das auch falsch. Wenn ich jetzt die ganze Flasche reinschütte, würdest du sagen, mach mal lieber nicht? Kannst du machen, ist ein teurer Spaß. dann würde ich aber auch sagen, dann wirst du 2 Tage schlafen. Okay, das wäre mal gut so, eigentlich gut. Oder es kommt der gegenteilige Effekt. Oh, also, nee, dann nicht. Es gibt auch die Möglichkeiten, dass du überdosierst und dann hast du tatsächlich nicht den entspannenden, sondern eher den aufputschenden Effekt. Mhm. Aber da hast du jetzt den Vorteil, deswegen machen wir viel Kosmetik. Du hast halt deine Haut, das größte Organ des Menschen. Mhm. Und auch da wirkt es auf das Endosystem. Und das ist halt eine super Möglichkeit, wo wir gesagt haben, und da brauchst du nicht bloß in die funktionelle Kosmetik gehen, sondern du kannst auch tatsächlich in den Beauty-Bereich gehen. Weil was ist nämlich CBD? Wunderschön. CBD ist im, ja, sage ich jetzt mal, Beauty-Bereich ein Feuchtigkeitsspender, ein Feuchtigkeitsbooster und kann damit extrem viel Wirkstoffe, also andere Wirkstoffe, deswegen ist es wichtig, dass die Basis von einer Creme nicht einfach 0815 irgendwo aus der Fabrik ist, sondern dass du da auch anderen Wirkstoffen die Möglichkeit gibst, wirklich das zu tun, was es auf der Haut soll. Genau, da sind wir beim Thema, denn wie du gerade sagtest, die Haut ist das größte Organ des Menschen. Richtig. Das verkennen ganz viele. Ja. Die sind immer bei irgendwelchen Funktionalitäten oder sondergleichen, aber die sehen ja gar nicht, was sie ihre Haut eigentlich tagtäglich antun. Dann habe ich mir 2 Apps runtergeladen. Die kennt ihr bestimmt auch. CodeCheck und ToxFox. Ja. Und habe wirklich wie eine Irre benutzt die Wohnung und habe alles gescannt. Und dann dachte ich so, oh Gott, das muss weg. Oh Gott, das muss weg. Oh, das darf bleiben. Ja, von Sachen, wo man das gar nicht erwartet hatte. So waren wir vor 3 Jahren, als wir angefangen haben. Okay, siehst du, das wird wie eine Sucht. Man möchte sich nichts Schlechtes tun, man möchte was Gutes tun, weil man möchte ja weiter performen. Man braucht ja diese gottgegebene Hülle irgendwie. Man muss sie bestmöglich boosten, pimpen, wie auch immer. Ja. Man ist ja quasi der Gärtner seines Gartens. Und dementsprechend ist man so, ah nee, alles weg. Riecht zwar schön, ja, es gibt ja Sachen, die riechen so mega. Da denkst du, oh, aber bringt lies gar nichts. Lies doch mal die Inhaltsstoffe, was dann so toll riecht. Das ist schlimm. Und es trocknet ja dann auch massiv aus. Und man wundert sich, man hat irgendein Produkt für viel Geld erworben und denkt sich, ja, das ist total toll gegen schmeißt alles. Schmeißt immer mehr her, genau. Schmeißt immer mehr. Und es wird schlimmer. Das ist auch genau der Effekt, wenn dann irgendwie Kunden zu mir sagen, boah, ja, ich habe das immer so, das ist so super, so toll eingezogen und so weiter. Nein, es ist verdunstet. Das ist nicht eingezogen. Da ist wahrscheinlich viel Wasser drin. Ja, aber das wird tatsächlich wie eine Sucht. Also da, ich habe hier mal einen Spürhund mittlerweile, ne, der dann wirklich, du weißt, du kannst kein Produkt mehr in die Hand nehmen. Ja. Du bist automatisch, ne, immer bloß an Inhaltsstoffen prüfen, dann so, ah, nee, geht ja gar nicht, guck dir das mal wieder an. Ja. Weißt, das ist ja so, du glaubst es ja manchmal gar nicht, ja, dass so ein hochwertiges Produkt diese Inhaltsstoffe hat. Ja. Das heißt, und die so sehr massiv schadet. Was machst du jetzt damit? Also was ist das denn? Ja, ein bisschen Öl mit Konservierungsmittel. Mhm. Und das war's. Was ist da der Effekt? Ne? Ja, genau. Also das ist schon ein Thema auch bei uns. Ja. Beim Essen schaust du ja auch immer ganz genau hin. Und da eigentlich wird, ja. Ja, eigentlich schon. Eigentlich sollte jeder mal genau hinschauen, denn dann wird es auch klar. Und dann fragt man sich auch, warum muss ja zum Beispiel in meinem Produkt, und es wussten ja sagen, ich wusste das nicht. Aber ja, das ist deine Aufgabe als Bürger, als Nutzer, dich zu informieren, was da eigentlich drin ist. Mhm. Es sind so viele Tierprodukte oder an Tieren getestet, die kläglich darunter leiden müssen. Ja?
fragt man sich auch, warum muss das denn sein? Man kann doch gleich ein Produkt herstellen, wo niemand leidet. Ohne Palmfett, ohne Palmöl, ohne alles Mögliche, ja? Genau, das war also, der Start von unserer Kosmetik. Wir haben gesagt, ich habe es ja gerade vorhin gesagt, diese Basis von der Apotheke, und dann nimmst du die mal komplett auseinander und sagst, es muss anders mit Bausteinen funktionieren. Es muss doch anders gehen. Und weil wir auch immer wieder das Thema haben, Tierversuche. Tierversuche sind in der EU ganz klipp und klar verboten. Warum muss es denn überhaupt noch welche geben? Also es gibt am Endprodukt, gibt es keine Tierversuche mehr, aber es werden dann die Rohprodukte getestet. Das kann doch aber dann auch nicht sein. Nur weil das Endprodukt der Tierversuch verboten ist und es wird dann am Rohprodukt gemacht, sorry. Ja, es ist schlimm. Es ist genauso, dass ein Schaden am Tier, ne, ich meine, einfach eine Sachbeschädigung. Das denke ich mir so, das kann doch wohl nicht auch ernst sein. Wir haben doch alle irgendwie ein Herz, wir sind da, haben noch, ja? Also das ist, führt jetzt natürlich ein bisschen zu weit, aber dementsprechend bin ich wirklich auch so froh, dass ich mit euch einen Partner an der Seite habe, wo ich sagen kann, ey, da stehe ich voll hinter und ihr steht voll hinter und das ist was Gutes für den Mensch und für die Umwelt. Und das ist ja auch dann sozusagen für den grünen Abdruck, den man hinterlässt oder weiterträgt, schön. Absolut. Du, es geht ja auch bei uns weiter. Ich führe jede Woche Diskussionen immensester Art, ja, zum Thema hier Plastik versus Verpackung versus Glas. Ja? Weil gerade ist ja diese Anti-Plastik-Welle, ne? Glas über alles, finden wir grundsätzlich super, soll jetzt nicht missverstanden sein. Du hast ein Problem, es gibt in der Kosmetikproduktion aktuell kein recycelbares Glas. Es weiß halt nur keiner. Ja? Jeder sagt es immer, ist nicht warum nur nicht recycelbar, sondern es gibt auch quasi, wenn es Gläser in der Kosmetik gibt und dann wird da Greenwashing betrieben im Sinne von, dann sind da vielleicht 5% Recyclinganteil drin. Na super. Mhm. Also das ist so entweder ganz oder gar nicht. Richtig. Also ich brauch mich nicht auch als Verbraucher verarschen lassen und dann zu sagen, okay, ich habe da ein Glas, da ist vielleicht noch mal irgendwie ein Gläschen reingeschmissen wurde, was mal schon mal benutzt wurde, oder beim Plastik auch genauso. Wenn ich dann sehe, irgendwie es werden große Shampooflaschen verkauft und dann ist dann ozeannahes Plastik. Ja, dann ist die Mülldeponie einfach nur 2 Kilometer neben dem Strand gewesen und es ist auch ozeannahes Plastik. Das ist Greenwashing. Und da muss man auch eben ganz klar als Verbraucher die Augen aufmachen und gucken, was kaufe ich denn da gerade? Ja. Also ich finde es super, wenn du Müsli kaufst im Glas und lässt dir das nachfüllen oder so. Super genial. Ja? In der Kosmetik ist es leider nicht möglich. Ja? Aber siehe, ihr habt jetzt eine Aktion mit den Schachteln. Mhm. Ja. Die Aktion haben wir eigentlich schon immer gehabt, dass wir gesagt haben, wenn uns Kunden, was haben wir, glaube ich, 5 Döschen, wenn die uns die zurückschicken, belohnen wir das und schicken nach Wunsch entweder einen Skinbalm oder ein anderes Produkt, schicken wir das zu. Da haben wir auch regelmäßig die Sachen oder bringt das vor allem vorbei. Also es geht jetzt ja nicht darum, irgendwie das nur zu uns zu schicken, sondern bringt uns das auch gerne vorbei. Wir können dann entsprechend über unsere Recyclingfirmen das wieder trennen und zukommen lassen. Uns sind da leider gesetzlich die Hände gebunden, dass wir es nicht einfach wieder auffüllen dürfen. Das dürfen wir nicht. Okay. Würde ich mal fragen. Also es gibt da Aktionen, wo ich meine Shampooflasche oder sowas wieder auffüllen darf, aber das sind Einzelfälle und das muss auch ganz streng, also das wird auch ganz streng kontrolliert, das ist nicht der Regelfall. Lass mich kurz sagen, wir haben oft das Thema, ne, was ist jetzt besser, Glas oder Plastik? Wir tendieren gerade eher gegen Plastik, weil die Herstellung von Plastik einfach günstiger ist. Mhm. Du hast eine 1:10 Verhältnis vom Gewicht und es ist recycelbar bei uns. Ne? Also wir reden nie von einem nicht recycelbaren Plastik. Ne? Tendenz geht gerade dahin, dass es auch wirklich aus dem recycelten Kreislauf Plastik geben wird, auch für die Kosmetik. Das ist echt ein bisschen schwierig. Wir waren Anfang des Jahres in Paris auf der Weltleitmesse zu dem Thema, waren super euphorisiert, danach etwas ernüchtert, weil einfach der Markt noch nicht dafür da ist und wir die Chargen nicht abnehmen können, die da aufgerufen werden, wenn es überhaupt möglich ist und natürlich die Kosten horrend sind. Es wird langsam in die Richtung gehen.
Aber wir haben uns entschieden dafür zu sagen, okay, wenn es recycelbar ist, wollen wir das wahrnehmen und gehen eher gegen Plastik. Mhm. Und ja, wenn die Leute uns gerne das zurückschicken, wir können es in den Kreislauf wieder einspeisen, dafür sollen sie ein Goodie bekommen. Das ist auch völlig richtig. Ja. Ne? Wie gesagt, Plastik ist nicht gleich Plastik. Ja, ja. Genau. Und dann geht es ja weiter. Weißt, deswegen haben wir auch keine Umverpackung aktuell gemacht. Ja? Wir haben nur eine Primärverpackung, weil wir gesagt haben, du, wenn weit möglich, versuch mal alles zu reduzieren, um da auch einfach so unseren Stempel nochmal mitzugeben. Also es ist schon richtig, wir versuchen da wirklich den roten Faden beizubehalten, um da einfach auch so ein, ja, soll ja nicht bloß ein Storytelling sein, sondern wirklich. Das Schlimme ist ja, wir sind ja aus der PR, ne? Und man spricht ja in dem Fall mit Umverpackung von einer sogenannten Veredelung. Ja. Ich denke, so was für ein, also ja, schön, man freut sich dann oft und die Dinge werden bevorzugt aus dem Regal genommen, aber eigentlich, warum so ein Quatsch, so ein Käse? Ich brauche halt nicht irgendwie das Produkt und dann nochmal in den Pappkarton und um den Pappkarton ist dann nochmal eine Zellophan und dann kommt dann nochmal ein goldenes Bändchen drum. Ja. Das ist toll. Ja. Ich meine, welches Mädchen mag das nicht, aber ich brauche es nicht. Ich bin ja alter Betriebswirt und da geht es wieder in eine andere Richtung. Ist ja klar, wenn du jetzt als Beispiel weltweit die Dinger verkaufst, ist ja logisch, dann brauchst du mehrere Sprachen. Die kriegst du auf deine Primärverpackung nicht drauf. Da ist es natürlich klar, dann haust du alles auf eine Sekundärverpackung drauf, dann hast du da alles. Das ist völlig logisch, ja, dass es da Sinn macht oder Sinn machen kann. Ja, aber grundsätzlich förderlich für die Umwelt. Oder ihr einigt euch auf eine Sprache. Chinesisch zum Beispiel. Dann will ich die Oma sehen, die das hier sich in die Hand nimmt. Das sehe ich ganz genauso. Ach, wenn sie das machen, wird schon okay sein. Genau, ne? Das ist ja gut, wenn ihr das schafft, das Standing habt, wenn ihr das macht, dann kann es nur gut sein. Das wäre klasse, du, wenn wir das Standing irgendwann haben. Habt ihr denn also die Idee zu expandieren und international durchzustarten? Ach, ich würde jetzt mal sagen, never say never, aber im Moment gerade sind wir sehr froh über unseren, sage ich jetzt mal, Mini-Dachmarkt, den wir gerade haben. Also sprich, wir sind in Deutschland ganz gut aufgestellt. Mhm. Wir haben unsere Fühler nach Österreich und Schweiz auf jeden Fall ausgestreckt. Ich würde aber auch irgendwann mal sagen, so hey, ich möchte mein Spirit nicht verlieren und ich möchte jetzt auch dann nicht irgendwie, also klar, jeder Unternehmer, der sein Produkt dann plötzlich bei Edeka im Regal sieht oder bei DM, der findet das mit Sicherheit toll, aber ich möchte mein Spirit und meine Idee nicht daran verlieren und ich habe die Angst und die Befürchtung, dass wenn ich dann so schnell so groß werde mit meinem Produkt und dann plötzlich in jedem DM in ganz Deutschland oder Österreich stehe, dass ich das dann ein bisschen verliere. Ja, du wirst auf das Label vom Handmade, wirklich dieses Handgemachte, weißt, dann brauchst du Maschinenfuhrpark, das ist schon ein anderes Doing einfach. Was wir einfach uns gar nicht vorstellen können. Das ist der Unterschied, wo ich gerade vorhin vom Alter gesagt habe. Ich glaube, das ist echt ein Thema. Du musst es nicht mehr auf Biegen und Brechen. Ja? So hochziehen, weil der Fall kann auch schnell wieder gehen. Ne? Dann wirst du wieder ausgelistet, weil wieder irgendwas nicht passt oder irgendwie. Und wir haben gesagt, nee, wir wachsen generisch weiter. Es soll eine saubere Sache sein. Und da, wo wir dahinter stehen, das ziehen wir durch. Und wo nicht, da lassen wir die Finger davon. Also es ist völlig richtig. Ja? Lasst uns mal nochmal ganz kurz über euer Portfolio und Produkten sprechen. Also ihr habt ja die Salben, die Balms. Mhm. Ihr habt also Cremes, Salben. Mhm. Dann habt ihr Serum. Mhm. Wobei von Serum ist Serum, genau. Dann habt ihr Hanfprotein. Dann habt ihr Tees. Ja. What else? Das, also, ich sage mal, das war es eigentlich auch schon. Ist ja auch gut. Es sind ja viele, also wirklich, es ist so die Beauty-Serie, sage ich jetzt mal. Also tatsächlich angefangen irgendwie von Tages- und Nachtpflege bis hin eben zu Pflege für unreine Haut. Das ist die Vision, ja, dass diese Beauty-Linie, das ist so, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an diesen Aloe Vera-Hype, den es mal gab, ja. Und heute hat aber jeder im Hinterkopf, Aloe Vera ist aber nicht schlecht für die Haut, ja. Mhm. Das würde ich mich freuen, wenn wir so in 5, 6 Jahren an dem Punkt sind, wo dieser große Hype vom CBD sich ein bisschen abebbt und es ein bisschen normaler geworden ist, aber jeder sagt, CBD für die Haut ist super, ja. Und dann kannst du auch normal in Kosmetikunternehmen rein, dann kommst du ein bisschen raus aus der Nische, ein bisschen breiter, bis aber weiter im Naturkosmetik-Label und dann wird ist eine schöne Sache. Das ist meine Vision, wo ich uns in der Zukunft gerne positionieren sehen würde. Okay, sehr interessant. Hör ich gut. Ja, und also, weil du auch die Balms angesprochen hast, für uns
ist es in dem Fall wirklich wichtig, dass jedes Produkt auch einen Sinn und einen Zweck hat. Ja. Also wenn du jetzt den Cold Balm hast, der kühlend ist und der die Haut kühlen soll und den man zum Massieren eben von Gelenken benutzen kann. Es soll alles irgendwo einen Sinn und einen Zweck haben. Es soll nicht einfach irgendein ein Shishi-Produkt sein, sondern alles soll ja irgendwo eine gewisse Funktion haben. Und meistens haben auch sogar jedes Produkt hat irgendwo eine gewisse Geschichte. Also ob das jetzt der Skin Balm ist, den wir für Hagens Tochter gemacht haben, oder die pinke Serie für unreine Haut. Es hat irgendwo alles immer Sinn und Zweck. Ja. Ich war ja zum Beispiel vor, also bis ich tatsächlich euch kennengelernt habe, ich war, ach, Creme, so ein Quatsch, brauche ich nicht. Haut, ja. Wenn die Haut, muss ich schon alleine helfen und man war total trocken und ja, jetzt nimmt man das und denkt, ja, fühlt sich schön, wenn es nicht so spannend. Ich meine, ich habe ja auch oft, ich trainiere im Normalfall zweimal am Tag, dann dusche ich natürlich auch zwei, dreimal am Tag. Ich meine, das ist eine viel zu große Belastung für die Haut, ja, da musst du dir natürlich wieder auch was Gutes zuführen. Duschbad fehlt noch oder Seife bei euch. Also es gibt ein Shampoo und und weiß ich davon noch nichts. Das musst du aber haben. es gibt ein Shampoo-Bar, sprich, es ist kein flüssiges Shampoo, sondern es ist ein festes Shampoo. Das kannst du sowohl für die Haare als auch, also ich nehme es auch zum Duschen. So? Geht auch, so. Mhm. Geht auch. Dann hat man, das ist irgendwie wie früher, ne? Hat man ein Stück Seife wieder dabei. Es ist aber keine Seife und ich glaube, das ist der große Unterschied, weil du kennst die alten Kernseifen, die sind so ein bisschen knatschig sind ja. Und so. Es ist wirklich ein Shampoo in fester Form. Also ich weiß noch, meine Großeltern haben ja eine Laube in Zeuthen und ja, wir sind ja die alten Angler, ne? Und dann hat man sich früher immer noch das Wasser aus der Pumpe geholt, aufgekippt war mit Lappen und diesem Stück Seife. Und ich bin bis heute, glaube ich, total traumatisiert. Ich habe das so gehasst, da zu stehen mit dem Lappen und dieser Seife. Und ich war ganz froh, als sich das da auch mit den sanitären Anlagen ein bisschen geändert hat. Also Seife bin ich so, gut, ist bei euch keine Seife, aber ich mag dieses flüssige, zack. Und, ich habe immer das Thema, als Mann tust du dich ja auch mit Pflegeprodukten ein bisschen schwer. Siehst du auch bei uns im Absatz. Ja? Also wir haben Bartöl im Angebot, wir haben ein Face-Serum für Männer gemacht. Alle, die es benutzt haben, finden es mega, aber da ist natürlich auch die Aufklärung. Ja, musst du aufklären. Da musst du echt viel machen, ne? Weil einfach die da sehr restriktiv sind. Die und Männer, beratungsresistent. Ja, natürlich. Brauch ich doch alles nicht. Ja? Genau. Aber hast du es mal probiert? So wie du es auch gesagt hast. Und du merkst einfach den Unterschied. Aber mein Bart vor allen Dingen. Es ist sehr richtig gutes Bartöl. Ja, es ist sehr, sehr gut, die Pflege, ja. Also du siehst, gut in Form gelegen. Du siehst, ich habe etwas wachsen lassen. Ja? Weil wenn du so ein Produkt vertreibst und mit den Leuten natürlich auch wirklich vernünftig quatschen willst, dann musst du ein bisschen repräsentativ sein. Also musst du es halt selber ausprobiert haben. Und das ist ja bei uns auch häufig so. Ne? Du nimmst halt alles in die Eigennutzung als erstes rein, bevor du sagst, okay, ich lasse es mal Versuchsperson los. Ist doch völlig klar. Also, Hang, lass uns doch mal über die Pflegeprodukte der Beauty-Serie sprechen. Du, die Anti-Aging-Creme finde ich klasse. Was nimmst du denn für deinen Bart? Ja. Also, ja, spannend auf jeden Fall. Ich finde das ist tatsächlich so. Ja, einfach mega, was ihr macht. Und wir haben jetzt gar nicht gesagt, wie lange ihr das eigentlich macht. Ihr habt einfach gesagt, vor ein paar Jahren hat es begonnen. Ja, ich glaube, weil wir selber so nicht den Startpunkt wirklich sagen können. Wir sagen immer, es sind ungefähr 3 Jahre, weil der Übergang, also du kannst natürlich ganz genau sagen, irgendwie, wann haben wir das erste Mal ein Gewerbe angemeldet. Klar. Du kannst sagen, wann wir in eine GmbH umfirmiert sind. Ja. Aber wann wir tatsächlich gestartet haben, so richtig, sag mal 3 Jahre. Wann habt ihr das erste Mal in der Küche gekocht? Ja, ungefähr vor 3 Jahren. Weil dann müsstet ihr ja auch noch beim DPMA eine Marke angemeldet haben, ne? Bildmarke etc. Richtig. Ja. Du kennst das ganze Thema, ganz genau. Das ist total spannend. Da musst du dir überlegen, welche Klassen du bedienst. Die Klassen nach Nizza oder von Nizza. Dann musst du dich ja auch festlegen, denn innerhalb dieses 5-jährigen Raumes musst du das ja auch bedienen, weil sonst können sie dir dieses Recht wieder aberkennen, ne? Und dann so Themen, ich so, oh Gott. Damit habe ich mich doch gar nicht beschäftigen, weil ich wollte doch einfach nur was Gutes tun. Auch Retourpolitik. Hattet ihr schon Leute, die sich beschwert haben, die gesagt haben, dann will ich nicht, schicke ich zurück? Ja.
wenige... Aber sind manchmal so eine Stunkmaker, habe ich das Gefühl. Die machen einfach... Ja, also wir sind da, sage ich jetzt mal, sehr kunden- und zielorientiert. Also wenn jemand ein Problem damit hat, also sagen wir, es kann ja immer mal was sein oder sowas, keine Ahnung, dass man vielleicht auch irgendwie eine Pumpe kaputt ist oder sowas, dann schreib uns doch an oder ruf uns an und wir tauschen das total entspannt um. Ja. Also... Nee, da machen wir nicht rum. Das ist tatsächlich so. Also es gibt ja nichts Schlimmeres wie schlechte PR. Es ist ja einfach so, ja, heute umso mehr denn je. Nein. Ja. Also da immer kundenfreundlich. Klar, es ist ein bisschen ein Thema. Bei dir ein bisschen anders wahrscheinlich. Was ist denn deine Vision? Wo willst du denn eigentlich hin mit deinem Label? Tatsächlich hat es angefangen als Identifikation bzw. Fanartikel. Also sozusagen die Identifikation, wenn ich dann die Kämpfe hatte oder auch im Training war, so Team Dorni, das war dann die Idee. Okay. Dann wurde das irgendwie Performance und ja, jetzt trägt es noch größere Früchte und ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber letztlich bin ich, also wollte ich was schaffen, eine Identifikation natürlich. Also ich bin natürlich Wettkampfsportler und ich habe auch von Leuten gehört, ja, ich kann doch mit dir eh nicht mithalten. So. Aber es geht um die Inspiration, es geht um das Teamgefühl, dieses... Auch wenn ich jetzt keinen Leistungssport mache, ich kann auf irgendeiner Ebene was Gutes tun. Ich möchte irgendwie dazugehören. Es soll was Gutes sein. Und deswegen dachte ich so, oh ja, das fühlt sich schön an, wenn ich auch höre, dass ich Menschen irgendwie gut tue, was Gutes mitgebe. Und wenn es nur ein Spruch war oder ein Lächeln auf die Lippen gezaubert habe, das ist für mich schön, wahrscheinlich für euch genauso. Und dementsprechend, ja, diese Vision einfach weiterführen. Den Spirit einfach so ein bisschen mitgeben, ne? Mitgeben. Ja, okay. Und es muss nicht nur auf sportlicher Ebene sein, um Gottes Willen. Auch ich werde bestimmt ein Leben nach dem Sport haben, egal in welcher Form. Aber es geht darum, wirklich diesen Lifestyle, dieses gute Lebensgefühl, dieses Positive, weil negativ kann ja irgendwie jeder, ist ja doof. Irgendwie auch in einer scheiße Sonne zu sehen. Da ist was dran, ne? Okay. Wenn du denkst, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Den mag ich auch so. Ich meine, das kann doch jeder sich irgendwie auch mal sagen. Hier im Tief kommt wieder ein Hoch, da gibt es so viele positive Sachen. Und wenn wir das den Menschen mitgeben können, dann haben wir viel gewonnen, glaube ich. Du hast vollkommen recht. Ich habe letztens eine Diskussion verfolgt, da ging es auch um das Thema, warum der Mensch einfach so ein Trash-Talker ist und er es einfach so geil findet. Muss ja wirklich mit unserer Genetik zu tun haben, dass früher einfach in der Not, und das waren immer schlechte News, die einfach super wichtig waren und der Mensch halt einfach adaptiert hat, schlechte News sind viel wichtiger als gute, Punkt. Mhm. Und es ist bis heute einfach geblieben. Das kriegst du nicht aus uns raus. Es ist ein tolles Buch da, das wird auch so mega transportiert, kennt ihr bestimmt, Tipping Point von Malcolm Gladwell? Ich kenn's nicht. Wie bitte? Also eigentlich, das ist wirklich, das geht... Also wir hatten es gerade über die Dinge, die auf der Strecke bleiben, ja. Bücher lesen. Zum Beispiel. Ja gut, ja, das kenne ich. Ich bin so ein richtiger prädestinierter Mensch dafür. Ich lieg dann in meinem Bett, habe mal Zeit, lese. Wie viel? Zwei Seiten, ne? Zwei Seiten. Ja. Und dann, oh Gott, warte mal, das habe ich schon gelesen. Da ist ein Eselsohr, das muss ich gelesen haben. Ich kann mich an nichts erinnern. Bei uns sind es dann die Podcasts am Abend irgendwie, die du alle einschaltest und dann dämmerst du weg und dann, sag mal, haben wir den gestern fertig gehört? Nee, ich weiß nicht mehr. Fang nochmal an. Nee, das habe ich nicht gehört. Genau so. Aber eigentlich schön, wenn dich der Podcast so in Schlaf bringen kann. Hoffe nicht, dass es bei meinem war. Kommt drauf an, ne? Kommt drauf an, welcher Podcast. Wir sagen jetzt nicht, welche wir hören. Bin ja mal gespannt, bei eurem, wenn ihr sozusagen euch dann selber hört, wenn ihr rauskommt, ob ihr dabei auch einschlaft oder ob ihr denkt, oh Gott, das hätte ich anders sagen sollen. Oder auch. Ja, das ist wahrscheinlich immer. Man ist ja immer so ist immer selbstkritisch. So selbstkritisch ohne Ende, genau. Kannst du deine Stimme selber hören? Ja. Ja? Und schon denke ich mir so, was habe ich denn wieder für einen Quatsch erzählt? Oder, oh Mann, das habe ich aber gut gesagt. Also es ist immer ganz unterschiedlich, oder? Ich kann meine Stimme selber nicht hören. Nee? Nee. Mittlerweile ist so, also ich meine, ich bin seitdem ich klein bin, irgendwie habe ich diese Vision, ich möchte unbedingt Nachrichten machen, beziehungsweise TV und moderieren und das Komplette. Und irgendwie war das so. Also am Anfang hatte ich totale Probleme, meine Stimme zu hören. Dann dachte ich so, nee, eigentlich muss, das muss so gut sein, dass du denkst, ja, höre ich gerne. Okay. Und das ist ja auch ein Anspruch. Also ja, ich will nicht sagen, dass ich total darauf steige, wenn ich mich immer höre, aber so, okay, da, du hast dich schon wieder ein bisschen verbessert zum letzten Mal oder oh, das ist jetzt aber wirklich gut gelungen, ja, hier musst du nochmal ein bisschen ran. Also, okay, auch, verstehe den Ansatz. Ja, finde ich gut. Ich stelle mir es für dich unwahrscheinlich schwierig vor, mit deinem Herzblut, weißt du, weil du ja Vollzeit trainierst, trotzdem arbeitest, du weißt, irgendwann kommt das Karriereende, du hast es öfter schon im Podcast mal gesagt, du weißt, der Tag X kommt. Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor, jetzt da voll die Konzentration nochmal drauf zu halten, aber du weißt ja, es ist endlich und das ist schon schwierig. Wie ich das mache? Ja, wie handelst du es für dich? Ich weiß nicht, bis jetzt ist es so, dass ich, also wenn ich jetzt sterben müsste, habe ich mir immer gesagt, wenn ich jetzt sterben würde und zurückblicke, würde ich sagen, ey, ich habe alles genau so gemacht, wie ich es wollte. Okay. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal einen Fehler gemacht oder vielleicht ein bisschen
viel trainiert oder immer nur so sehr fokussiert gewesen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe ein geiles Leben gehabt. Sogar mit 30 kann ich sagen, ich bin stolz darauf, was ich gemacht habe mit Sport, Studium, Trainer, Dasein, Job etc. Und ich glaube, das hilft mir. Also alles, was ich tue, mache ich voll gerne. Und auch wenn es viel ist und ich manchmal Sonntag irgendwann um 11:30 irgendwie noch am Rechner sitze, also, es fühlt sich gut an, weil ich weiß, ich habe was Gutes für mich getan, für meine Zielstellung. Und sicherlich kann es auch manchmal, es ist bestimmt auch nicht einfach, mit mir befreundet zu sein oder so, weil ich eben wirklich ehrgeizig bin und mein Ding mache. Und es ist manchmal, glaube ich, wenn man mich trifft und ich bin dann so, es ist auch doof. Okay. Weil ich versuche mich da auch echt zu verbessern, aber... Aber ich glaube, wir haben unsere Passion gefunden, das meine ich damit, weißt du, und die ist ganz klar fokussiert. Natürlich, uns geht es aber mit Bekannten genauso, ja, die wollen es halt auch wahrscheinlich nicht mehr hören. Ja, was habt ihr jetzt wieder für ein neues Produkt, wow, und was kann das wieder Tolles und sonst so, ne, das ist bei uns ja genau das Gleiche. Da tun wir uns ja auch gerade ein bisschen schwer, weil klar, da steckt alles drin, dein ganzer Tag und du beschäftigst, du kommst ja nur vorwärts, wenn du dich auch nach der Arbeit noch mit weiter beschäftigst. Ja. Du liest dich in Themen ein, du machst ein bisschen Research, du versuchst ein bisschen weiterzuentwickeln. Das gehört halt einfach dazu. Sich vom Hundertsten ins Tausendste zu verlieren oder ins... Ne? Genau. Das ist halt häufig so das Thema. Ne? Aber mir war tatsächlich zum Sport schon immer wichtig, wahrscheinlich bin ich doch sehr, weiß ich nicht. Es war einfach wichtig, ich hatte neben dem Sport ein anderes Standbein. Weil man kann sich immer verletzen, man kann krank werden, wenn die Gesundheit nicht mitspielt. Und da muss man ja irgendwie trotzdem noch für sich sorgen oder für die Familie oder wie auch immer. Und ja, jetzt habe ich halt irgendwie beides. Aber es macht trotzdem Spaß, ich möchte es auch nicht missen. Also ich fahre dann natürlich immer vor den Kämpfen auch runter. Klar. Jetzt durch Corona konnte ich halt extrem viel schaffen. Und dadurch, als das Gym noch zu war, war ja auch, es war gar kein Problem. Ich konnte mir das Training so einteilen, wie ich es dann jetzt brauchte. Und konnte dann die restliche Zeit ackern. Und es war irgendwie gut so. Und jetzt muss man sich wieder daran gewöhnen, dass der Tag sich einfach anders gestaltet. Aber das war genau das, was wir so sympathisch waren. Wir fanden so diese Mischung einfach. Weißt du, du bist nicht nur im Gym am Arbeiten, sondern da tut sich auch drumherum noch einiges. Das ist natürlich super spannend auch. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man da nicht über die Stränge schlägt. Ne? Kennt ihr ja bestimmt auch. Klar. Und dann immer so ein ganz gute, wie war denn Wort, Work-Life-Balance finden. Ja. Was mir nicht immer gelingt, also eigentlich noch gar nicht. Aber deswegen ist man ja ab und zu auch mal irgendwie im Urlaub, wenn es die Zeit zulässt. Ja. Und du bist vom Elch her noch, ne? Also da geht schon noch was. Ja? Also ich, wie gesagt, hatte dieses Jahr meinen 30. Geburtstag. Das war schon, oh mein Gott, ich fühle mich noch gar nicht wie 30. Und ich bin jetzt 30. Krass. Und irgendwie im Freundeskreis haben ja viele auch schon Kinder, Haus, alles Mögliche. Gut, ich sehe mich da wirklich noch gar nicht. Also, hey, wir haben unsere Doggies. Ja, genau, wir haben unsere Doggies. Ist halt auch ein Thema, ne? Ja. Ist halt auch ein Thema, ja. Nero, also mein Hund, der hatte, habe ich euch erzählt, hatte auch diese starke Allergie, Umweltallergie. Und der war so gechillt von den Hundepellets, von den CBD-Pellets. Dann habe ich ihm diese immer so hin und dann hat er die so, lag er da ganz entspannt im Auto. Und dann habe ich ja auch das Petbalm auf seine, der hatte so offene Pfoten mit dem Ohr, das habe ich immer so. Und dann geblutet und konnte kaum laufen, ist gehumpelt. Dann rauf, habe ich ihm eine Socke von mir drüber gezogen, mit dem Haargummi befestigt. Super. Damit die nicht abrutscht. Ja, ja, ja. Und dann ist er, hat er sich gewundert, oh, es tut ja gar nicht mehr weh. Dann ist er wieder normal gelaufen. Genau. War das schon schön, wenn... Erzähl doch mal. Ja. Ne, also wir haben auch gerade so einen Krankheitsfall gerade zu Hause. Also immer auch quasi Blick aufs Handy, weil Brandy gerade bei Mutti zu Hause ist. Eine Continental Bulldog. Ja, also so richtig schön breit. Also gar nicht damenhaft, sondern eher... Eine kleine, dicke, süße. Und sie bekommt jetzt auch Tropfen, CBD-Tropfen, als Schmerzlinderung, weil sie eine kleine OP hatte. Und auch da bist du natürlich total, ich will nicht sagen überrascht, weil es überrascht mich natürlich nicht. Ich weiß ja, was es tun kann. Aber schön war in dem Fall auch, dass das mit der Tierärztin in der Absprache dann hieß auch, ja, dann lassen Sie doch bitte die Schmerztabletten weg und geben Sie nur die Tropfen. Und mit der konnte ich dann eine Dosierung erarbeiten, um dann zu sagen, okay, kann ich wirklich dem Tier die Pharma nicht unbedingt antun. Ach, schön. Ja, also... Ihr seht, es ist nicht nur für Menschen gut, sondern auch für Tiere. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ihr habt ja auch einen schönen Online-Shop und mit dem Code WhatWomenHitHarder bekommt ihr auch 15%. Und dann könnt ihr euch und die Hunde mal versorgen. Oder alle Tiere eigentlich, ne? Ja. Schaut gerne vorbei.
Wir haben auch, also wir haben auch eine Dame, die Meerschweinchen züchtet und die bekommen auch die Pellets. Ach Gott, süß. Dann gehören gerne die abschließenden Worte euch, denn wir sind schon wieder über einer Stunde. Wer hätte das gedacht? Wenn ihr wollt, Wort gehört euch. Ach, ich bin gar nicht so die Frau der großen Worte. Ich freue mich eigentlich über jeden, ob über jede E-Mail, über jeden Anruf, der ein Produkt von uns benutzt hat und der es gut findet. Das ist so mein Anspruch und mein Lebensglück. Hagen? Ja, ich lasse nochmal so für die komplette Hanf-CBD-Community nochmal was raus, weil einfach wirklich, lass uns alle gegenseitig unterstützen. Wir brauchen das aktuell. Es ist ein Thema, es ist politisch alles hochbrisant im Moment und wir brauchen da jede Unterstützung, die wir da einfach kriegen können. Also wir machen keinen Quatsch, das Kiffer-Image, das hängt uns allen nach, das ist aber lange her. Hier wird wirklich professionell, sauber, vernünftig gearbeitet mit Naturprodukten, die wirklich Zusatznutzen haben können. Also unterstützt uns da gerne. Ich danke euch, dass ihr da wart, Hagen und Patricia von Malantis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt gesund. Ciao.